Die Demonstranten hier sagen, dass das, was Adama passiert ist, typisch ist für das, was bei der französischen Polizei falsch läuft, die sie als realitätsfern und rassistisch bezeichnen. Diese Demonstranten erwarten auch, dass der französische Präsident Emmanuel Macron, der am Sonntag zur Nation sprechen wird, die Wut auf den Straßen anspricht und die Themen Rassen- und Sozialdiskriminierung, die hier in diesem Land so lange verdrängt wurden. Annelies Borges in Paris for Euronews.